Dies ist der zweite Teil des Frontberichts vom Krieg der Streamers. Wir hatten ja davon gesprochen, dass dieser Krieg eher friedlich aussieht, zumindest wenn man den Beteiligten glaubt. Und ich hatte davon gesprochen, dass das jetzige Gerangel um die Marktpositionen der Streamers sogar einen unverhofft positiven Effekt hat. Hi, wie gesagt, bei unserem Thema geht es nicht nur um Abozahlen. Es geht auch um Qualitätsbranding. Deshalb blättert bekanntlich Netflix aber Milliarden für Prestigeprojekte hin, die dann bei den Awards die Marke Netflix mit Qualität assoziieren sollen. Und jetzt kommt ein neues Projekt dieser Art, eine von diesen Ambitionsprojekten, die auf diese goldenen Awards hinzielt. Unter der Regie von Bradley Cooper soll ein Leonard Bernstein-Projekt steigen. Bernstein ist vor allem bekannt als der Komponist der West Side Story. Und wer ist als Producer mit an Bord? Steven Spielberg, der noch vor kurzem eine Oscar-Beteiligung von Netflix-Filmen in Frage gestellt hat. Wie schnell sich doch die Prioritäten ändern. Das Ziel nach eindeutiger Identität ist eine weitere Ambition. Wir haben darüber gesprochen, immer bei Apple und jetzt vor allem bei Disney, das im Vorjahr das Fox-Studio geschluckt hat. Und da geht's zu, finde ich, wie in einem Special-Effekt. Still und heimlich verschwindet jetzt alles, was nach Fox aussieht. 20th Century Fox heißt jetzt 20th Century Studio. Fox Next, dieses Videogame-Studio, wurde verscherbelt. Fox Searchlight heißt jetzt schlicht und einfach Searchlight Pictures. Nebenbei bemerkt, Disney geht es nicht nur dabei um eindeutiges Branding. Disney sucht auch Abstand zu den umstrittenen, rechtslastigen Fox News, die nicht Teil des Ankaufs waren und deshalb den Fox im Namen weiterbehalten. Was außer Branding haben die Streamers gemeinsam, die Hulu, Amazon, Apple, HBO, Max, Peacock, Netflix und so weiter? Was haben sie gemeinsam? Ganz klar, sie brauchen Content. Filme, Serien, Ideen, Konzepte, Projekte. Und das sind die Good News für alle Leute, die etwas haben oder bieten können, um die hungrigen Streamers mit Material zu füttern. Und ganz besonders zu begrüßen ist dabei, dass die Content-Bosse nicht nur die Etablierten, die ganz Großen, die Goldbringer wie Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, Steven Spielberg und jetzt, wie gesagt, Bradley Cooper mit fetten Scheckbüchern anlocken, sondern zunehmend mehr junge, unbekannte Talente. Und das ist der positive Effekt. Ganz selten in der Mediengeschichte gab es so viele Chancen für Anfänger, Einsteiger, für junge Leute mit Talent, Ideen und Ambitionen. Hier nur ein paar Beispiele, die ich rausgesucht habe. Da ist Stefan Bristol, der als Filmstudent einen Kurzfilm mit dem Titel See You Yesterday drehte. Mit Rückenstärkung von Spike Lee wurde seine Idee übernommen. Er durfte selbst drehen und über 12 Millionen Haushalte sahen See You Yesterday allein in den ersten 4 Wochen Streaming. Dann Nanatschka Khan, die nach kurzem Einstieg ins TV ihr Projekt Always Be My Maybe vorlegte, einen Regieauftrag bekam, den sie mit Erfolg bewältigte. Oder die 31-jährige Jennifer Katyn Robinson, die als Regisseurin ihre eigene Rom-Com, Romantic Comedy, realisieren konnte, Titel Someone Great. Wir suchen den nächsten Spike Lee und die nächste Catherine Bigelow, sagt Scott Stuber, der Filmboss von Netflix. Wir suchen verstärkt Kontakte zum Nachwuchs. Wir wollen frische Augen, wir wollen frischen Enthusiasmus und wir wollen ihre Talente so früh wie möglich und so fest wie möglich an uns binden. Und das ist nicht nur leeres Gerede. Netflix hat im vergangenen Jahr 19 Originalprojekte von solchen Regie-Neulingen übernommen. Und in diesem Jahr stehen bereits 11 von solchen Regie-Debüts auf dem Programm. Ich habe jetzt zufällig 3 Regiebeispiele gegeben, aber
gefragt sind natürlich auch andere neue Gesichter und Impulse in allen Sparten des Mediums. Und ich bin sicher, dass die Streamers auch im deutschsprachigen Raum ihre Fühler ausstrecken. Und ich kann nur raten, Leute, traut euch, sucht die nötigen Kontakte und geht ran. Jetzt ist die Zeit für Streaming statt Dreaming. Vielleicht lasst ihr euch ja inspirieren von dem Stefan Bristol, dem jungen Afroamerikaner, der sich vor 2 Jahren mit Handlangerjobs über Wasser halten musste, weil er keinen rostigen Cent auf seinem Konto hatte. Jetzt ist er ein erfolgreicher und gefragter Name in der neuen Welt der Streamers. Und ich würde mich freuen, falls einer von euch in ein paar Jahren in der Liste der Golden Globe-Nominierten auftauchen würde. Good luck and see you next time.